Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie ihr im Titel erkannt habt, werden wir die Soul Campbell SBC machen. Ja, ich habe mich dafür entschieden, die Icon SBCs zu machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal Campbell machen. Und dann schauen wir weiter, ob wir diese Woche noch Ballack fertig machen oder bis zu den nächsten zwei Icon SBCs warten. Welche haben auch geschrieben, das habe ich total vergessen. Ja, es ist vom Rating her möglich, dass Vieira kommt. Ich persönlich denke nicht. Das wäre krass, wenn wir das bringen würden, aber jetzt schon Vieira bringen, ist halt ein bisschen so früh. Der ist der beste ZM-Spieler im ganzen Game, kann man einfach nicht sagen. Und den zu bringen, wäre schon krass, weil, weiß nicht, und der wird auch nicht günstig, Freunde. Der wird, guck mal, Ballack kostet momentan 1,65 laut Footbin oder 1,6 irgendwas, auf dem Markt für 2 Millionen. Vergleichen wir das vielleicht mit Vieira, wie viel kostet der? Der kostet auf einmal über 4 Millionen, das heißt die SBC würde locker 3,5 Millionen kosten. Ich wüsste nicht mal, ob ich die Münzen hätte, den Vieira zu machen. Ja, natürlich könnte ich dafür sparen, aber ich habe ihn auch letztes Jahr gehabt. Ich wollte ja dieses Jahr, deswegen habe ich jetzt bis jetzt auch nicht Del Piero gekauft. Ich weiß, er wird gut sein, er wird mir gefallen. Aus diesem Grund habe ich aber trotzdem die anderen Icons bis jetzt geholt, um neue auszuprobieren. Ja, ich will erstmal die neuen testen, weil ich weiß ganz genau, ich hole Del Piero, der wird mir gefallen, dann werde ich ganz nur mit ihm spielen. Und dann werde ich nicht mit den anderen Icons spielen. Und dieses Jahr will ich vielleicht Ballack probieren. Ich weiß, er ist nicht der Beweglichste, aber ich habe viele gute Kommentare von euch gelesen. Ah, by the way, Gewinnspiel wird dann morgen aufgelöst. Sie haben mir geschrieben, also 3 bis 5 Exemplare kann ich verlosen. Wahrscheinlich dann 4 so. Ja? Das ist auf jeden Fall schon korrekt von Polaris Verlag. Da nochmal Grüße raus an Dien. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir gleich zu den Campbell SBC. Squad Battle haben wir auch noch. Ich habe meine Tweedy verkauft mit bisschen Verlust. Dann habe ich mir 50k, glaube ich, geholt. Jetzt sind nur noch 30k wert. Ist aber in Ordnung. Münzen habe ich kaum noch welche. Ich würde sagen, erstmal nehmen wir die Squad Battle Belohnung an. Ich glaube auch wieder nur Gold 2 oder Gold 3 oder Silber 2 sogar nur. Oh, shit. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. Ich gebe mir diese Woche mehr Mühe, Freunde. Das ist natürlich nicht gut. Ich dachte, ich hatte wenigstens Gold irgendwas geschafft, aber nicht mal das. Dann, Freunde, ein kurzes Update zu Food Champions. Ja, ich habe nur Gold 2 erreicht. Jetzt denke ich, was, wie bist du noch schlechter geworden? Nein, ich habe es leider, wie ich das schon ein bisschen vorausgeahnt habe, nicht zeitlich geschafft, alle Spiele zu machen. Kurzes Zusammenfassung. Ich stand 14-2, habt ihr in dem letzten Video gesehen. Im Video verloren, bitter, aber war ein cooles Match. 14-3. Dann 14-4, da habe ich wieder so geraged, weil das Gameplay scheiße, weil der Gegner war nicht gut. Ich schieße und schieße, nichts geht rein, er macht ein Lucky Goal. Okay, kann man nichts machen. Dann kriege ich im nächsten Game einen richtig starken Gegner, ja, stehe 14-5, habe einfach im Spiel auch gequittet. Obwohl ich eigentlich mehr Spiele Samstagsabend machen wollte, aber ich konnte es nicht mehr. Nach 3 Niederlagen am Done. Habe am Sonntagmorgen, bevor ich halt zu diesen einen, ja, Real-Life-Ding gehen musste, 4 Spiele gemacht, stand 18-5. Ja, und dann dachte ich, ich komme abends wieder, kann die restlichen 7 Spiele easy machen. Wusste aber nicht, dass ich dann da anfange zu trinken, weil da waren auch ein paar Russen, ein paar Polen. Und ihr wisst, wie die sind. Ja, da kommt dann ein Trinkspiel, das heißt Schock oder so. Und ja, da hat mein Kopf kaputt geschockt. Ich war froh, dass ich überhaupt irgendwie um 12 Uhr noch nach Hause kam. Und ja, ich habe wirklich sogar versucht, ein Spiel zu machen, aber mein Kopf hat einfach, ja, es hat sich nicht mehr mitgemacht. Ich dachte, komm, ich lege mich kurz hin. Vielleicht schaffe ich sogar am Morgen noch die paar Spiele zu machen für Gold 1. Hab einfach verpennt, Freunde. Und deswegen diese Woche nur, ja, Gold 2. Aber, ey, für Donnerstag werde ich so machen, dass ich Division Rivals auf Rang 1 spielen werde. Oder ich werde 1-2 Drafts Belohnung bekommen. Also, es wird trotzdem ein cooles Pack-Opening werden. Ja, nur ein bisschen bitter, dass ich genau diese Woche, wo wahrscheinlich Messi in Inform bekommt, nicht mein Bestes geben konnte. Ich hätte nicht gesagt, dass ich Elite erreicht hätte, wisst ihr, weil 5 von 7 Spielen heißt auch nicht unbedingt, dass ich unbedingt Elite erreicht hätte, aber 2 von 7 hätte ich, denke ich, auf jeden Fall geschafft für Gold 1. So, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir zu den ersten SBCs. Footmatch Challenge können wir auch noch schnell mitnehmen, ist easy gemacht, ist eigentlich geschenkt. Prime Elektronspieler ist halt nicht schlecht, ist, denke ich, für 3, 4, 5k gemacht, also ich habe hier auch viele Untauschbare reingehauen. Muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wann das Video online kommt. Das kann sein, dass es die auch gar nicht mehr gibt. Deswegen, also die Zuschauer, die mich schon länger gucken, sollten solche SBCs easy hinbekommen. Und ja, bis jetzt waren die Packs nicht schlecht. Die von den Daily Footmas SBCs. Und sind immer günstig gemacht. Ich werde gleich auch noch Zakaria fertig machen. Ich habe eben noch Werner gekauft. Jetzt fehlt mir nur noch hinten Jonathan Tah. Ich denke für 20 irgendwas 1000. Ich glaube 22.000. Und wenn du untauschbar hast, wie ich hier so, dann kriegt ihr den für unter 20.000. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen ja zu der Campbell SBC. Campbell SBC wird jetzt gemacht.
Ihr könnt gerne jetzt schon mal schreiben, was wollt ihr vielleicht die Tage sehen, falls ich Zeit habe. Wollt ihr, dass ich vielleicht ein Draft-Video bringe? Weil es sollen anscheinend noch mehr Icons jetzt dazugefügt worden sein. Das ist geil, ich will dann noch mehr Spiele ausprobieren. Oder wollt ihr sehen, wie ich vielleicht mit Campbell ein paar Rivals-Spiele mache? Weil ich werde ja, wie gesagt, versuchen, dann diese Woche wenigstens auf Rivals Rang 1 zu kommen, dass wir da wenigstens ein paar coole Packs noch mitnehmen für Donnerstag. Und Stats sehen ja gut aus. Muss man sagen, Stats sehen ja einfach gut aus. Gibt eine Shadow-Karte, über 90 Pace, 99 Defending, 90 Physics, 1,88 gering Mittelarbeitsrate. Ist gut, ist gut. Natürlich ist er wahrscheinlich nicht der beweglichste. Sieht man ja hier an Drittlingwert, aber mal schauen, wie er sich dann spielen lässt. Und dann, ob wir dann die Woche noch vor der nächsten Weekend League in Ballack reinstecken, könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Dann fangen wir an. Ja, hier muss ich nicht viel erklären. Einfach 11 seltene Bronzespieler. Versucht dann eure Untauschbaren hier reinzuhauen. Ich habe hier, glaube ich, 6, 7, 8 untauschbare Bronzespieler drin. Und so fängt's an, Freunde. Gleich haben wir noch ein krasses Pack-Opening. Hier dasselbe mit einem Silberspieler. Ich muss hier sagen, warum mache ich das? Da habe ich auch 6, 7 untauschbare Silberspieler. Ein Kollege von mir, der schon generell ein Pack-Lack hat. Ich beschwere mich nicht über meinen Pack-Lack. Er hat Campbell gemacht, hat da Icon Overmass gezogen. Habe ich ja noch mal erzählt. Dann hat er Campbell in Ballack gesteckt und hat dann nochmal eine Icon gezogen. Deko. Der hat also sozusagen Ballack nicht nur so für free bekommen, hat ihn, glaube ich, sogar plus gemacht. Das ist zu krass. Der hat einfach mal zwei Icons an demselben Abend bekommen. Ja. So, Freunde, ich werde euch auch immer kurz, bevor ich meine Teams euch zeige, die Footbin-Vorlage zeigen, wo ich es vielleicht kopiert habe oder abgeändert habe. Dann könnt ihr es selber mal entscheiden. Aber mein Tipp an euch ist immer, geht auf Footbin, guckt euch die ersten Teams an, die günstigsten, und versucht das mit euren Spielern, die ihr günstig eingekauft habt oder untauschbar habt, ja, irgendwie einzubauen. Hier gehen wir ganz kurz durch. Ich sage euch das einfach hier. Hier sind eigentlich alle Spieler günstig, außer die zwei Informs. Also die SBC sollte mich so 25k kosten. Ging dafür Jumbo, Game und Goldspieler ist in Ordnung. Mit dem 83er-Team, ja, wie gesagt, immer kurz bevor ich mein Team zeige, zieht ihr die Footprint-Lösung. Hier brauchen wir zwei Team of the Week-Spieler, 83 Gesamt-Rating, wie das Team schon sagt. Ihr seht jetzt Neto, zum Beispiel hier damals günstig für 2000 gekauft, der ist wahrscheinlich jetzt bei 4000 noch was. Also hier und da spare ich mir die Münzen, ne. Dann habe ich natürlich auch welche gezogen. Die SBC-Freunde kostet euch 42.000, sagen wir, ich habe 2000 an Neto gespart, also 40.000 für diese SBC ausgegeben. Seltenes Elektrum-Spieler-Set ist aber dafür da. So, Freunde, dann gehen wir weiter zum 84er-Rating-Team. Wie gesagt, im Hintergrund seht ihr die Vorlage. Ich habe es leicht abgeändert. Und ich musste jetzt hier Verratti einen ZM zur ZM-Karte geben. Den Rabiot eine ZM zur ZM-Karte. Und den Inform hier so eine ZM zur ZDM-Karte geben. Insgesamt kostet die SBC 70.000 Münzen. Ich habe hier und da vielleicht ein bisschen was gespart, gezogen oder halt günstiger eingekauft. Ich guck mal gerade, wie die Informs kosten momentan. Ja, ungefähr gleich, also nicht viel gestiegen. Verratti hatte ich ja schon im Verein gehabt und ja, ungefähr, wie gesagt, 70.000 Münzen, wenn ihr es so wie bei Footbin baut. Dafür kriegen wir ein Prime Gold Spieler Set. Bin mal gespannt, was wir gleich ziehen werden aus den ganzen Packs. So, Freunde, dann gehen wir weiter zum 85er Team. Im Hintergrund seht ihr wieder die Footbin Vorlage, 133.000 laut Footbin. Ich habe es leicht abgeändert. Ich habe hier den roten Tschechny eingebaut, spare mir wahrscheinlich dadurch, ja, an die 20.000 Münzen. Lang habe ich auch damals untauschbar gezogen. Spare mir wahrscheinlich auch hier 12, 13, 14.000 Münzen. Also kostet mich die SBC unter 100k. Manche Spiele habe ich wahrscheinlich auch günstiger eingekauft, als die jetzt normalerweise jetzt kosten werden. Ein paar habe ich auch gezogen. Ich habe halt viele Verrattis, deswegen habe ich die halt hier überall mit eingebaut. Da gibt es bestimmt auch günstige Alternativen, aber wie gesagt, für mich so am günstigsten. Ging dafür ein 50k Pack. Und schließen hier die 85er SBC auch noch ab. So, Freunde, dann gehen wir weiter zur 86er SBC. Und zwar kostet die hier laut Footbin 198.000 Münzen. Ja, konnte hier, glaube ich, nicht so viel sparen. Ich habe die meisten halt gekauft. Ich muss hier auf jeden Fall noch einen Position Changer machen. Icardi, Stürmer zu Mittelstürmer. Genau, da kriege ich nochmal 4 Chemie dazu. Zack, sind wir bei 65 Chemie. Können ganz kurz durchgehen. Ja, nicht die günstigsten Spieler, aber ich habe zum Beispiel ihn gezogen. Er ist ja wahrscheinlich genauso teuer wie sogar günstiger. David Silva habe ich halt damals noch überteuert gekauft. Insigne damals gekauft und weiß nicht. Komme ich hier auch auf 200k? Also laut Footwind auf 200k, also ungefähr bei mir dann auch, denke ich. Ich habe hier nicht viel gespart, wenn über ein paar tausend Münzen. Seltenes Megapack ist da, wir sind gleich fertig, Freunde. So, Freunde, kommen wir zur letzten SBC. 87er Rating, laut Footbin, 271.000 Münzen. Hier werde ich auf jeden Fall sehr viel Münzen sparen, weil ich es ein bisschen umgebaut habe.
Hier muss ich noch eine Position Changer geben, den Kareshman RM2RF. Also manchmal müsst ihr ja mal ausprobieren. Manchmal könnt ihr sogar echt 1-2 Ratings, also pro Spieler, runtergehen, als was die hier bei Footman angeben. Habe ich zum Beispiel hier, glaube ich, echt gemacht. Können kurz durchgehen. 3000, 30.000, 70.000, 90.000, 120.000. Umsonst, weil ich groß hatte. Aber ja, kann man auch sagen, vielleicht habe ich damals so 50.000 gemacht. 240.000. Ja, wenn wir groß 50.000 anrechnen sollten, dann würde die SWC mich 250.000 kosten. Also 20.000 günstiger als die Footbin-Lösung. Aber wenn wir den sozusagen ja, als untauschbar zählen, dann bezahle ich für die SBC, glaube ich, 200.000. Und dann habe ich für alle SBCs zusammen, glaube ich, schon über 100.000 weniger bezahlt. Ich würde sagen, ich habe für die ganze Campbell SBC 600.000 bezahlt. Wenn man die untauschbaren, wie gesagt, mit dazu berechnet, dass sie kein Value haben, dass ich die gezogen habe oder dies, das. Und dann würde ich sagen, schließen wir das ab. Und da haben wir unsere erste Prime-Icon als SBC abgeschlossen, Freunde. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, habt ihr Bock, dass ich mit den paar Rivals-Spiele mache? Und boah, zum ersten Mal sehe ich hier diesen Icon-Flair, Mann. Wann sehe ich das mal in einem Pack? Ja, und dann euch das als Video zeige oder generell einfach selber spiele und dann euch später ein Feedback gebe. Das geht natürlich auch, ne? Aber weil vielleicht wollen ja welche den machen und nicht um ihn in Ballack einzusetzen, sondern um ihn vielleicht ja selber so spielen, weil der hat ja keine schlechten Stats. Trotzdem verglichen mit einem Ferdinand meiner Meinung nach oder einem Plonk oder Maldini ist er noch der schlechteste von den Prime-Icon-Innenverteidiger. Aber auch nicht der schlechteste, muss man natürlich sagen. Das Coole ist, Freunde, ja, ich weiß, Ramos kommt dann nur auf 8 Chemie, aber ich könnte das so ungefähr spielen erstmal, ne? Die Rea wäre zurück im Tor, für mich, wie gesagt, die Rea 10-mal besser als Courtois. Und dann können wir so erstmal ein bisschen Rivals testen. Ich könnte mal zum ersten Mal Ramos testen und dann noch Campbell. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, kann ich ein paar Spiele raushauen und dann mein Feedback zu Campbell abgeben. Wenn nicht, ja, dann kann ich das auch so einfach sagen im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein cooles Pack-Opening. Fang erstmal natürlich mit den Billo-Packs an. Gold-Pack, das ist, glaube ich, ja, aus meinen krassen Squad-Battle-Belohnung. Ja. 13 Packs haben wir noch, Silver-Pack werde ich nicht aufmachen. Wir machen erstmal die ja, Squad-Battle-Packs auf, die nicht geil waren. Tut mir leid, wie gesagt, werde mir für nächste Woche mehr Mühe geben. Und die zwei Vorbesteller-Packs habe ich, glaube ich, noch am Start. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die immer noch gibt, aber ich glaube schon. Ja, die werden wir auf jeden Fall zuerst aufmachen. So, nächstes Premium-Gold-Pack. Wäre mal krass, einfach mal so eine Leinwand zu bekommen. Nicht mal ein Walkout, aber vielleicht so eine Leinwand wäre schon fresh oder Team-Fitness-Karte. Aber ja, das geht auch fit. Wie gesagt, jede Karte, besonders die Non-Rares-Freunde, immer aufpassen. Ich habe das beste Beispiel waren die Engländer. Oh, hier so ein Amavi, Freunde. Das sind immer Spieler, gutes Potenzial, dass sie durch die ganzen SBCs, die wirklich noch kommen werden. Hier sind die zwei Vorbesteller-Packs. Wie gesagt, keine Panik. Manche schreiben auch. Ich nehme mich hier auch richtig auf, sorry, Freunde. Ich glaube schon. Ja, manche schreiben auch, ey, die Spieler steigen gar nicht dies, das. Das waren erst die ersten drei Tage von Footmiss, Freunde. Footmiss geht bis 24. und dann noch bis zum 31. haben wir noch andere SBCs. Ja, das Footmiss geht ja nur bis dahin. Und danach kommt, denke ich, noch ein bis zweimal garantierte Team of the Week Packs, Freunde. Also, wie ich gesagt habe, macht euch für jeden Spieler eine Preis-Range, wo ihr den verkaufen wollt. Sagen wir ein Beispiel, ein Szczęsny. Ja, habt ihr für wie viel gekauft? 3 irgendwas? 3,5? 3.000? Wahrscheinlich 3.000, wenn ihr früh eingekauft habt. Und ihr sagt, okay, ich will ihn für Minimum 6 bis 7.000 verkaufen. Sagen wir 7.000, wenn ihr ein bisschen mehr wollt. Stellt ihn für 7.000 jetzt jedes Mal rein. Wenn er überteuert weggeht, dann geht er weg. Happy Days, wie ich schon gesagt habe. Wenn nicht, kann es noch gut sein, ja, dass die steigen. Ich habe gesagt, kurz vor Weihnachten ist wahrscheinlich die Zeit, wo die Spieler halt am teuersten sind. Fekir. 85er Fekir. Hey, Vorspecial-Packs zähle ich jetzt nicht zu den Campbell-Packs. Aber das sind euch auch schon mal 10.000, die wir hier reinnehmen. Hey. Und Gabriel Jesus. Ja, der noch immerhin 5.000 noch wert. Ist nicht schlecht. Das ist ein sehr, sehr gutes Pack. 11.000. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Klein ist auch sehr, sehr günstig, Freunde. Kann man überlegen, den mal vielleicht jetzt für 600 paar Mal mitzuholen. Hat Potenzial auf wieder auf 3.000, 4.000 so gehen. Hier kriegen wir nochmal 5.000 Hunter-Card. Also 20.000, glaube ich, hier draus gemacht. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Silver-Pack werde ich, wie gesagt, nicht aufmachen. Goldspieler-Pack. Wir haben hier einen seltenen. 12 Gold. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wenn wir jetzt hier keine Leinwand ziehen, kein Walkout. Die Non-Rares hier werden noch gut steigen.
vertraut mir, Freunde. Es werden noch SBCs kommen, wo bestimmte Nationen, bestimmte Positionen, bestimmte Ligen noch gut steigen werden. Wenn ich sowas sehe, denke ich nur, ja okay, Jackpot, die werden in der Zukunft noch steigen. Denke ich hier auch, dasselbe hier, der ist ja schon teuer. Ja, aber die werden noch teurer, also die, boah. Ja, aber ganz ehrlich, solche Spieler haben Potenzial auf 3-4k zu steigen. So, Freunde, jetzt haben wir noch 7 heftige Packs. Was machen wir denn hier als erstes auf? Ich würde sagen, wir machen das Prime Electrum Spieler Pack auf, weil das auch nicht so der Campbell FCC zählt, sondern war ja bei der Footmiss FCC dabei. Hier leider nichts, ist in Ordnung. Nehmen wir so mit, Balu Diao. Hey. So, jetzt geht's aber los mit den Campbell SBC. Wie gesagt, ich erwarte jetzt keine Icon wie bei meinem Kumpel. Der hat ja, wie gesagt, in der Campbell SBC ein Icon gezogen und nochmal in der Ballack SBC. Einfach mal 700k for free. Das erwarte ich nicht. Aber wenigstens aus den ganzen Packs ein Walkout wäre schon stabil. Weil da würden wir ein bisschen Münzen zurückmachen. Momentan, wie gesagt, würde ich sagen, sind wir bei 600k für Campbell. Je nachdem, was wir noch ziehen. Ja, zum Beispiel ihn. Geht's ein bisschen runter, sind wir bei 595k. Ich glaube, der geht für 5k oder so rum. Ist schon mal ein nicht schlechtes Pack. Ella, Mandy und Asenjo. Ja, und viele Non-Wares. Also das Pack ist schon lecker Schmecker, muss ich fast sagen. Das ist echt ein lecker Schmecker Pack. So, als nächstes machen wir, was machen wir denn? Das Prime Gold Spieler Pack auf. 45k. Mal gespannt, was hier rauskommt. Noch kein Walkout. Okay, ist okay. Keine Leinwand. Okay, war auch noch nur in Anführungsstrichen das 45k Pack. So, als nächstes würde ich sagen, haben wir noch 4 gute Packs. Das seltene, was machen wir denn? Das seltene Elektrospieler-Set. 6 Gold, 6 Silber, alle selten. Ah, again, no Walkout. Come on. Zumindest eine Leinwand. Kann immer noch was Gutes kommen. Kimbembe. Ja, okay, nehmen wir so mit. Ich weiß nicht, ob der was wert ist, Kimbembe. Ein paar tausend natürlich, aber ich glaube nicht so viel krasser als die anderen 83er. Ja, 3 irgendwas. So, 3 Packs haben wir noch. Ich würde sagen, als nächstes machen wir das seltene Spielerpack auf 50k Pack. Come on, yay. Yes, come on. Walk out. Please, something big. Brasilien, Mittelstürmer. Firmino, let's go. Not bad. Guter Anfang, 86er. Ich weiß nicht, ob der mehr wert als die anderen 86er ist. Vielleicht ein bisschen, aber hey, das sind die ersten Münzen, die zurückkommen. Und vielleicht ist da noch was dahinter. I don't know. Maybe. I don't. Oh, wow. Guck mal, Freunde, das ist nicht schlecht. Der Junge ist, ja, Absturz 12k. Der Junge ist 25k. Das Pack ist ungefähr 40k wert. Das heißt, wir haben Campbell jetzt sozusagen schon für 560.000 nur gemacht. Was nicht schlecht ist. 2 krasse Packs haben wir aber noch. Wie gesagt, ich habe so krasse Sachen gesehen. Also andere haben auch bei Twitter geschrieben. Ey, ich habe komischerweise haben viele krasse Sachen aus den Campbell oder Ballack Packs gezogen, SBC gezogen. Zum Beispiel einer hat Ronaldo auch gezogen, hat mich auch verlinkt. Da haben manche Leute echt krasse Sachen gezogen. Wir machen das 55k Pack auf. Back to back Walkout. No. Na, schade, Mann. Schade, Mann. Schade. Nicht mal eine Leinwand. Okay, okay, ey. Aber auch hier machen wir ein bisschen Münzen zurück durch die ganzen Team-Fitness-Karten, die man ungefähr ja, auf 1000 schätzen kann. So, Freunde, das allerletzte Pack, 100k Pack. Können wir bitte noch was Krasses ziehen? Oh mein Gott, ich bin nervös. No, it's not a walkout. Das ist schon nichts Gutes, Mann. Schade, Freunde, schade, Freunde. Ich würde sagen, wir haben die Campbell SBC für 550.000, 540.000, 530.000 hinbekommen. Ja, das ist Katastrophe. Katastrophe. So ein, ja, 100k Pack ist natürlich. Ja, das ist Katastrophe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist echt einfach nur Katastrophe, so ein 100k Pack. So, Freunde, zum Abschluss schießen wir noch die Dennis Zakaria SBC ab. Wie gesagt, ungefähr 20.000 Münzen, vielleicht ein bisschen weniger. Kann man, denke ich, mitnehmen. Will ich auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ich später vielleicht auch irgendwie ein Fun-Team oder sowas bauen möchte. Und Design sieht ja geil aus. Meine erste Footmiss-Karte, die ich hier mithole. Finde ich echt gut für die Endkarte. Ist natürlich, ja, nicht unbedingt für meine Verhältnisse für Gems tauglich. Aber geht in Ordnung. Nehme ich mit. Das ist meine erste Karte. Feier ich. Sieht nice aus. Das ist schon lustig. Das ist lustig, die Musik. Ho, 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 ho. Nice. Da hat sich was Gutes einfallen lassen. Was der da macht, I don't fucking know. Ja, dann würde ich sagen, was ist das vom heutigen Video, Freunde? Schreibt mir mal, falls ihr Campbell SBC gemacht habt, ob ihr da was Krasses gezogen habt. Ich bin
sagen wir mal so, nicht unzufrieden. Wir haben ein Workout gezogen, das habe ich ja verlangt. Haben die SBC für 530.000, 540.000 abgeschlossen. Ungefähr, fast 200.000. Ich würde fast echt sagen 200.000 weniger als laut Footbin. Ist in Ordnung. Das heißt, Ballack würde uns momentan 1,45 Millionen kosten, aber ja, kann da bestimmt noch ein paar Untauschbare reintun bei Ballack. Und ich werde, denke ich, Ballack erst, wenn überhaupt, Mittwoch machen, wenn wirklich vielleicht eine Messi-Impfungskarte rauskommt. Und dann könnt ihr gerne schreiben, was wollt ihr lieber sehen? Campbell jetzt hier mit diesem Team ein paar Spiele in der Rivals und dann ein Feedback. Oder soll ich Foodtruff wieder bringen? Da habe ich gleich auch Bock drauf, weil da neue Icons drin sind. Und dann würde ich sagen, was ist das für ein heutiges Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Even darkest